Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 8. März 2021, der Internationale Frauentag, steht unter besonderen Vorzeichen. Unsere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist in diesem Jahr 125 Jahre alt. Und es geht um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Beruf, bei der Bezahlung. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Klara Jaschke, die bereits 1898 erfolgreich sich dafür einsetzte, dass Beamtinnen eine feste Anstellung bekamen. Ich wünsche allen einen guten und uns einen erfolgreichen Internationalen Frauentag am 8. März 2021.